Genick und Becken, sage ich immer, das gehört zusammen. Ja, das heißt, das Genick muss frei sein, damit das Becken frei ist. Andererseits, wenn das Becken eine Blockierung hat, ist das Genick ein toller Blitzableiter, kann sich verstellen, aber dafür funktioniert das Becken dann gar nicht. Ja. Ja, ist denn deiner Erfahrung nach, also liegt da oft was im Argen mit dieser Federung? Ja, sehr oft, absolut. Ja. Das Becken funktioniert nicht richtig und meistens ist es so, die Pferde sind ja von Natur aus vorhandlastiger. Ja? Also das, ist ja, das ist ja gut gegeben. Und das heißt, alles, was die Pferde hinten nicht an Tragen leisten können, jetzt ohne, dass wir uns draufsetzen, fangen die Fesseln ab, sei es die hinteren Fesseln, weil das Pferd zum Beispiel sehr steil gestellt ist hinten mit der Hinterhand, oder dann in weiterer Folge natürlich dann vorne mit den Rumpfträgern, die verspannen sich. Wenn die Federung verspannt ist, das heißt, die Federung funktioniert nicht, geht das natürlich auf die Mechanik, sprich auf die Gelenke und im Endeffekt dann natürlich auf die Fessel, die dafür gedacht ist, das Pferd eben auch abzufedern, die Fessel eben zu tragen. Ja? Und also wie gesagt, das sind immer wieder die schlimmsten Verletzungen, sind Fesselträgerverletzungen und sind Knieverletzungen. Und das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Deswegen bin ich immer so streng, was das betrifft. Die Federung muss von oben funktionieren und nicht die Fesseln. Ja? Die Fesseln können schon unbedingt. Ja? Genau. Das heißt, also das vielleicht nochmal einfach ganz deutlich sagen, wenn das oben nicht funktioniert, dann muss es unten federn und dort ist die Verletzungsgefahr groß. Genau. Also jetzt habe ich, das ist der Normallauf. Und jetzt habe ich es dann wirklich in, glaube ich, 25 oder 50 Slow Motion. Ja? Okay, jetzt schau mal nur das linke Vorderbein und das linke Hinterbein an. Ja? Spurt das linke Hinterbein in die Spur vom linken Vorderbein? Das ist meine Frage. Die erste Frage. Ja, hat noch schnell ein bisschen da mehr auf uns zukommt. Also es schwingt genau dorthin vor und am Schluss tritt es ein bisschen nach außen. Genau. Wie tritt sie eigentlich auf mit den Hinterhufen? Mit dem Hinterbein? Also wenn du dir die Hufe anschaust, wie die den Boden berühren, ja, die pafft richtig auf mit den Hinterbeinen. Ja. Ja, also eigentlich tritt die nicht in den Schwerpunkt. Die tritt eigentlich, das Bein nimmt überhaupt hat überhaupt keine Kraft und nimmt überhaupt keine Stütze vor, wenn man so will. Ja? Die schwingt es eigentlich nur steif vor, pafft auf, bleibt steif und federt überhaupt nicht. Ja. Also es ist eigentlich relativ steif. Siehst du, das Gelenk, also wenn du das rechte Hinterbein anschaust, bleibt relativ steif. Ja, es ist so wie ein Urpendel. Wie ein Urpendel, genau. Ja, genau. Ja? Geh mal mit Cursor oben hin, wo das Fenster ist, also eigentlich die Lende des Pferdes. Da? Ja, genau. Und ein Stückchen weiter nach links, also Richtung Sattellage. Ja, und noch ein Stückchen weiter nach links ein paar Zentimeter. Und schaut dir jetzt bitte denn an, wenn sie auftritt mit den Hinterbeinen, ob dieser Bereich da, wo du jetzt gerade mit dem Cursor warst, genau dieser Bereich, ob von hinten nach vorne die Kraftübertragung vom Becken über die Lende bis zur Brustwirbelsäule, wie weit die kommt. Okay, also mit dem, eigentlich ob da ein Spannungsbogen ist, der hält. Genau. Gut. Also hab das nur im Auge. Ja. Jetzt ist kurz der Kopf im Weg. Ja, da ist wirklich so eine Stelle, wo sie so wie? Genau, eher runterwippt. Ja, genau. Ja, genau. Sehr gut erkannt. Also Stute ist insgesamt eher ein weiches Pferd, ja, und hat sehr, sehr großrahmige Bewegungen, ja. Aber im Endeffekt, wenn ich die ein bisschen versammeln würde, sie ein bisschen kitzeln würde hinten, dass sie ein bisschen versammelt, ja, müsste sie eigentlich den Rücken hochnehmen. Ja, und das kann sie nicht lang halten, weil sie scheinbar nicht die Rumpfträger dazu aktiviert. Da sieht man es immer, jetzt kommt es runter. Ja? Also das Schrittmaß für dieses Pferd ist viel zu groß,
die geht jetzt locker, also bitte, wir wollen ja von der jetzt nichts, die geht ganz einfach locker im Schritt, ja, aber man kann schon erahnen, ja, dass sie wahrscheinlich, weil sie so locker ist, weil sie so, verstehst, weil sie eben so locker ist, ja, und der Rücken so gar nicht aufgewölbt wird beim Gehen, vermute ich, dass die ein Problem hat, ganz einfach hinten sich zu versammeln und ein bisschen tragen Richtung vorne weiterzugehen.